Ah, Schnauze. Oh Gott. Ins Rungepiepe. So. Gut, wir haben gepennt. Habe ich da noch ein bisschen Zünd dafür? Ja, sogar noch einiges. Na, hör auf. Oh. Guck mal einer an. Schnauze, Freund. Aber auch nicht, ne? Scheiß, wie lebt der immer noch? Komm ran. Oh, hi. Habe ich dich weggeschossen? Nö. Oder? Die Viecher aushalten. Das ist reine Munitionsverschwendung, mit sich mit denen anzulegen. Ohne Scheiß. Ist ja gar nicht. Scheiße, ich dachte, man sieht das von hier aus. Oh Gott. Blödes Vieh. Bleib halt liegen. So, pass auf. Hab. Da drüben. Oh Gott. Ach. Okay. Oh, for fuck's sake, sind die wieder da, Alter? Ist das euer Ernst? Das darf doch nicht wahr sein. Also wirklich? Sind die wieder da? Leck mich doch am Arsch. Sag mir, dass du alleine bist. Kein Druck auf der Waffe, das erklärt einiges. Schnauze! Gott verdammt. Das darf doch nicht wahr sein. Sind die wieder da? Sind die alle wieder. Dann kotze ich auch im Strahl, Freunde. Das darf doch nicht wahr sein. Wirklich? Ich wollte gerade euren Scharfschützenfreund da drüben ausknipsen. Wow! Das ist aber nicht die volle Besatzung, die wieder da ist. Sorry, da habe ich gerade ein bisschen. Verpisst euch von hier, Leute! Ich gerade ein bisschen blöd reagiert. Getroffen haben. Da geht die Munition wieder flöten. Scheiße! 5 Schuss noch. Die müssen sitzen. Ja, kein Druck mehr auf der Waffe. Deshalb gehe ich auch nicht auf das 50, deshalb gehe ich auch nicht auf das größere Magazin. Weil ich solche Probleme damit kriege, den Druck in der Waffe so aufrecht zu erhalten, dass ich mit der Waffe wirklich was anfangen könnte. Ich wollte mich um den Typen da drüben kümmern. Was war das da drüben, oder? Weil ich niemanden sehe. Oh.
drüben ist keiner. Hä? Sehe ich da hinten wen? Nee. Ja, komm, ganz ehrlich. Habe ich gar keinen Bock drauf. Nochmal zu den Affen darüber zu latschen. Also, sorry. Was soll das denn? Gerade jetzt ist das Pack aus. Kommt's wieder oder was? Nee, nee. Gar keine Lust zu. Sollte doch jemand sein? Oder habe ich das jetzt falsch im Kopf? Genau sein. Medipack. Oh. Vier Schuss statt einer. Der sitzt. Boah, hier muss mit der scheiß AK jetzt echt aufpassen, ne? Ist die einzige Möglichkeit, noch leise hier reinzukommen. Pack drauf. Ist noch ein bisschen schmutzig, aber... Eigentlich wollte ich generell erstmal einen besseren Überblick über die Gesamtlage haben. Dass da jemand natürlich am Rand lang läuft. Da habe ich nicht so mit gerechnet, muss ich sagen. Da sitzt er. Okay, da ist er. Da ist der Dreckscharfschütze. Der hat keine... Cutfish? Cutfish. Scheißvieh. Entweder da sitzen mehrere. Oder... Weiß ich nicht. Auf jeden Fall muss ich auf meine Munition achten. Hilft alles nichts. Danke. Wie viel Munition habe ich für dich? Oh, relativ viel sogar. Ich hoffe, dass ich hier drinnen mal ganz kurz ungestört bin. Alter, what? Die Waffe ist absolut für den Nahkampf. Der Vorteil ist, dass sie schallgedämpft ist. Das heißt, wenn hier irgendwo einer einzeln rumläuft, kann ich wegknipsen, ohne dass die anderen das mitkriegen. Je nachdem, wie viele denn überhaupt noch da sind, natürlich. Weil die drei Toten bisher haben sie nicht mitbekommen. Okay. Die drei Toten bisher hat keiner bemerkt. Jetzt frage ich mich, ob hier überhaupt noch welche sind und wenn ja, wo. Danke. Danke. Na gut, dann wahrscheinlich dann halt da drinne irgendwo, ne? Was aber heißt. Was heißt, dass es mit dem Ding hier gerade in Richtung Nahkampf eigentlich sogar passt? Jedenfalls ist hier wer.
geht doch darüber. Oder ist der vielleicht irgendwo oben? Hier brennt ein Feuer. Da hinten. Eine oder zwei. Eine oder zwei. Mindestens zwei, einer schläft. Schrotflinte, nicht Schrotflinte. Einer hier pennt. Ich suche eine andere Position. Kenn ich hier? Ach, guck mal, die Waffen hat er dabei. Vielen Dank. Scheiß drauf. Gib mir den Revolver. Ich baue den Revolver um. Da passt nämlich ein Visier drauf. Den oder den? Den. Schalldämpfer, Vierfachvisier. Ah, das reicht. Laservisier drauf. Und gib ihm. Oh ja, das gefällt mir schon besser. Kommen wir von hier aus irgendwo hin? Dahin müssen wir. Das Ding hier müssen wir rauf. Gut, hier ist nur ein Weg raus. Auch gut zu wissen. Bei Nacht ist hier Licht. Das ist gut zu wissen. Gar nicht zusammen. Fuck, die sitzen da echt in einem kleinen Bunker. Hallo. Tatsächlich eine. Oh nein. Er hatte auch ein kleines Scharfschützengewehr dabei, tatsächlich. Oh. Oh? Ne, das ist einfach nur ein langer Lauf, alles klar. Aber, ganz ehrlich, wir sind hier ganz gut geschützt. Die Typen sitzen unten in ihrem Bunker, haben keinen Plan, dass wir da sind. Ich glaube, damit kann ich leben. Double-Action-Mechanik. Drehgeschwindigkeit der Trommel erhöht sich. Aber heißt das, dass ich dann zwei Schuss abgebe mit einem Mal schießen? Oder wie ist das? An die kommt man so nicht ran. Das hören sie also. Was bewegt sich da? So irgendwas Fellmäßiges. Wie kann man diese Gegend nicht mögen?
Ist doch klasse hier. Scheiße. Warum zum Teufel sind wir nur hergekommen? Wir werden alle sterben. Hallo. Drei Stück. Keine zwei Schuss. So, schnell runter, bevor er sich anders überlegt. Yep. Machst du die Geräusche? Tut mir leid, mein Freund. Sicherer. Die Patronen nehmen wir mit. Tut mir leid um deine zwei Freunde, aber... Damn, du hattest eine Rüstung, mein Freund. Heilige Scheiße. Oh, sieh mal eine an. Hat sich ja doch gelohnt, vorbeizukommen und aufzuräumen. Doch, hat sich gelohnt. Zurück zum Safehouse. Weiter zum Teddy. Nehme ich die AK wieder mit? Ich nehme die AK wieder mit. Achso, das war's Feuer. Kollege, ich musste leider auch deine AK klauen. Du kannst von deinen zwei Kollegen zwei A-Shots nehmen. Das ist so, so ein Wild West-Star. Na, wobei, guck mal, ich schenke dir die hier sogar noch. Hast du drei? Hältst du davon? Interessant, dass die hier genauso kapitulieren wie, wie in Last Light. Bei dir alles genauso wie es sein soll. Bei dir, also dass wir halt immer noch kein Visier für dich haben, kein gescheites, alles. Gucken, sind's voll. Magazin's voll, 60 Schuss, knapp. Einmal rennen. Taschenlampe aus, es ist hell, wir können Strom sparen. Gut. Da müssen wir dann lang, alles klar. Wie gesagt, erstmal zum Safehouse.